So, einen wunderschönen guten Abend oder Nachmittag sollte ich besser sagen zu dieser Jahreszeit. Es ist 18 Uhr und ich heiße Sie wirklich recht herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar zum Thema Obsoleszenzmanagement. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, den Herrn Lange, den Herrn Holger Lange von der VDE DKE hier begrüßen zu können, der uns heute etwas zum Thema erzählen wird. Und dabei möchte ich gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden und ich wünsche euch viel Spaß und übergebe das Wort an Sie, Herr Lange. Guten Abend. Ich habe hier mal so ein bisschen, wir sind ja hier sozusagen unter uns im VDE, mal ein bisschen einen ketzerischen und reißerischen Titel genommen. Ich werde Ihnen das auch gleich noch ein bisschen weiter erläutern. Also ich nur zu also Innovation ist wirklich super. Also wir brauchen ja auch Innovation, wenn wir keine Innovation hätten, würden wir weiterhin, glaube ich, in der Höhle leben. Aber es gibt natürlich auch noch eine Kehrseite von dieser Medaille, die ich jetzt so ein bisschen noch beleuchten würde. Das Bild, das ich hier gewählt habe, habe ich mit Absicht gewählt, weil es auch ein bisschen was über mich schon preisgibt. Ich habe, bevor ich zum VDE gekommen bin, 19 Jahre in der Luftfahrt gearbeitet. Und was Sie jetzt hier auf dem Bild sehen, was denken Sie denn, wie viele Jahre zwischen den Erstflug von diesen beiden Flugzeugen, die Sie hier sehen? Das eine ist eine Lockheed Martin F-16 und ein anderes ist eine Ford Corsair. Was denken Sie, wie viele Jahre dazwischen liegen? Hat mich selber auch ein bisschen überrascht, als ich das gesehen, als ich das erfahren habe. Man muss dazu sagen, die F-16 ist ein Flugzeug, das auch noch heute weltweit im Einsatz ist. Und also das Propellerflugzeug ist 1940 das erste Mal geflogen und wurde 1950 außer Dienst gestellt. Und der Düsenjet da im Hintergrund, der ist 1974 das erste Mal geflogen und fliegt noch heute. Und wie Sie sehen, die Fliegerei hat sich komplett zwischendrin verändert in nur 34 Jahren. Wenn man überlegt, heute sehen die eigentlich alle seit den 70er Jahren eigentlich irgendwie alle gleich aus. So, zu mir nochmal ganz kurz. Ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr, habe dort Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Nach einer Zeit, die ich auch bei einem Geschwader verbracht habe, also wo ich direkt an den Flugzeugen gearbeitet habe, bin ich dann in den Bereich Softwareentwicklung Eurofighter übergewechselt. Und da hat mich schon mal das Thema Obsoleszenz berührt, obwohl ich es damals noch gar nicht so gesehen habe. Das Team, in dem ich war, hatte die Aufgabe, für die deutsche Luftwaffe die Software Pflegefähigkeit, also sicherzustellen, wenn die Industrie mit dem Programm fertig ist und bei der Industrie dann auch keine Ingenieure mehr da sein werden. Das war sehr spannend, weil man in einem kleinen Team von 5 Leuten dann doch wirklich was bewegen konnte. Wir haben es auch dann geschafft, mit diesem 5-Mann-Kernteam eine Softwareänderung durchzuführen, die dann auch in die Truppe eingeführt wurde, die vorher die Industrie tatsächlich nicht geschafft hatte umzusetzen. Das war schon ziemlich cool. Also von der Luft- und Raumfahrttechnik, die so ein bisschen maschinenbaulastig ist, in den Softwarebereich. Und danach habe ich in Frankfurt bei einem Luftfahrtzulieferer angefangen, der einen Schwerpunkt im zivilen Geschäft hat, der sowohl Airbus als auch Boeing beliefert. Und dort habe ich dann hauptverantwortlich das Obsoleszenzmanagement übernommen. Es war definitiv eine spannende Tätigkeit. Und dort bin ich dann immer mehr in die Elektrotechnik gekommen. Und es war insofern spannend, weil man an den neuesten Projekten, die es in der Firma gab, beteiligt war. Man hatte auch einen Einfluss auf die Firmenstrategie sogar.
Und man hatte es aber auch mit ganz kuriosen Projekten zu tun, wo dann nochmal ein Kunde unbedingt nochmal ein altes Gerät haben wollte. Das heißt, man hat auch enorm in der Vergangenheit gewühlt, wo man dann auch manchmal schön sehen konnte, wie sich die Leute in der Firma entwickelt haben. Gut, aber dann nach 7 Jahren habe ich dann zum VDE gewechselt und dort begleite ich hauptsächlich das Thema funktionale Sicherheit als Referent. Das heißt, ich bin in dem Bereich zuständig, der sich um die Normenentstehung kümmert. Genau, aber die funktionale Sicherheit und die Luftfahrtindustrie, die sind sich sehr ähnlich und deswegen passt das auch ganz gut für mich. So viel jetzt zu mir. Zum Begriff obsolet. Nur mal so nochmal kurz, was man so als allgemein darunter versteht. Sie sehen da vielleicht, also mein erstes Handy liegt da irgendwo auch in dem Haufen drin. Nicht zu verwechseln damit, wie die Dinge heute aussehen. Aber obsolet wird auch durchaus unterschiedlich verstanden. Zum Beispiel im allgegenwärtigen SAP, im Bereich Personalmanagement sind sogar Menschen obsolet. Das sind nämlich Menschen, die auf Stellen setzen, die eigentlich gar nicht mehr benötigt werden. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Bill Gates hat auch mal was gesagt, der langjährige Chef von Microsoft und Gründer. Das geht in eine Richtung, die man auch sehr falsch verstehen kann. Das klingt schon so ein bisschen, naja, wir sorgen dafür, dass wir unsere Produkte obsolet machen und damit wir die Leute dazu zwingen, was Neues zu kaufen. Wobei, man muss bedenken, Windows XP war, glaube ich, über 14 Jahre lang als Betriebssystem von Microsoft am Markt und ist unterstützt worden. Also den kann man so nicht sagen, dass der alle 3 Jahre seine Produkte hinfällig gemacht hat, sondern der hat auch seine Produkte durchaus gepflegt und am Leben erhalten. Jetzt haben wir hier so einen Fall, der war jetzt erst, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Da hat Sonos ein Software-Update durchgeführt und hat dann gesagt, ja, die ganzen alten Lautsprecher können jetzt nicht mehr. Das Stichwort ist dann hier die geplante Obsoleszenz und darum soll es definitiv nicht gehen. Also Obsoleszenzmanagement und geplante Obsoleszenz ist eigentlich ein ganzes Stück weit eigentlich das Gegenteil. Sondern wir kommen jetzt mehr so in den Bereich Lieferkette. Da wird ein Begriff der obsoleszent eingeführt. Das sind ja Sachen, die noch nicht veraltet sind, aber es demnächst sein werden. Und dann wird auch schon mal so ein bisschen angeführt, warum etwas obsolet werden könnte, weil sich der Bedarf geändert hat. Und noch ein wichtiger Punkt, da werden wir auch später nochmal aufgreifen, und da wird empfohlen, dass man dem Endanwender vielleicht mal Bescheid sagt, dass da was passiert. Schönes Beispiel hatte ich im privaten Bereich gehabt. Nicht so wie Sonos das gemacht hat, sondern Amazon hatte das. Wir haben einen Fernseher, der ist von 2008. Der ist super, der hat ein schönes Bild, 55 Zoll. Das ist nur so, der ist so halb smart. Das heißt, da waren hart reinprogrammiert Schnittstellen und da war auch Amazon Prime dabei. Und dann schickte dann Amazon mir eine E-Mail und sagte irgendwann, ja, den Fernseher, den Sie da haben, den werden wir demnächst nicht mehr unterstützen. Also zum einen wissen Sie, dass welchen Fernseher ich habe. Aber die haben dann auch gesagt, hey, wir möchten euch als Prime-Kunden behalten. Ich gebe Ihnen jetzt mal 50% Rabatt auf den Fire TV-Stick. So kann man das auch machen, im Gegensatz zu Sonos. So viel dazu. Jetzt habe ich hier schon mal so ein bisschen am Anfang was gesagt hier, alles VUCA, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, alles wird komplizierter und komplexer und so weiter. Das mag in gewissen Bereichen definitiv zutreffen. Hier sehen Sie eine Lok, die ist im Hanauer Hafen. Bei Frankfurt. Hanauer Hafen ist einer der größten Häfen am Main, wenn nicht sogar der größte. Und die deren Hauptsachen sind zwei Güter. Das eine ist Benzin
Der Hanauer Hafen versorgt mit seinem Tanklager, glaube ich, im Umkreis von 300 Kilometern alles mit Benzin und Diesel. Also wenn Sie in Frankfurt an der Tankstelle fahren oder in Aschaffenburg oder in Würzburg oder kurz vor Köln, dann kommt dieses Benzin in der Regel aus Hanau. Und das andere, was Sie haben, ist Kalisalze, die in Richtung Fulda heraus abgebaut werden. Und diese alte Lok ist dort immens wichtig, weil nämlich die modernen Loks sehr anfällig sind und auf die Korrosionsbedingungen, die diese Salze bringen. Und diese Lok hat halt wenig Elektronik und deswegen ist dieser Zug immens wichtig, damit die halt weiterhin ihre Güterzüge mit dem Salz im Hafen hin und her rangieren können und das auf Schiffe verladen können. Und dementsprechend machen die natürlich auch Anstrengungen, um diesen Zug, diese Lok am Laufen zu halten. Also Sie sehen, ich halte von dem Begriff, alles wird immer komplexer. Ja, das mag in gewissen Bereichen stimmen, in anderen Bereichen, denke ich mal, hat sich da an der Komplexität in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht so viel geändert. Also man muss das gegenseitig abwägen. Und dann habe ich nochmal was gesagt zu so einer chinesischen Stadt. Da werden wir später nochmal drauf kommen. Hat so ein bisschen was von einem Krimi. So, was Sie sich vielleicht unterwegs noch so fragen könnten, ist der Begriff, oder ist Obsoleszenz, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ist es nachhaltig? Naja, nachhaltig muss ja nicht auch immer ökologisch im Sinne von klimaschützend oder sowas sein. Man kann ja auch nachhaltig das Klima beschädigen, wenn man, also überlegen Sie einfach mal im Laufe des meines Vortrags, was Sie von Obsoleszenz halten, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe auch eine Meinung, die werde ich vielleicht später mal kundtun. Aber jetzt lassen Sie uns mal einsteigen. Da war ich hier noch relativ frisch bei der DKE. Da habe ich eine Tagung geerbt, die Tagung zur funktionalen Sicherheit. Die war 2019 in Erfurt. Wir haben auch 2021 wieder eine. Und da gab es auch eine sehr hochwertige Tagung zur funktionalen Sicherheit. Also wenn das Sie interessiert, 2021 in Erfurt ist das wieder, hoffentlich. Gibt es auch Rabatte für YoungNet-Mitglieder. Und da ging es um einen Bahnleitstand, also Sicherheitstechnik. Und Siemens hat dann gesagt, Sie sehen es da oben an dem Logo, dass sie das einen Bahnleitstand in die Cloud packen. Das ist relativ aufwendig, ne? Auch die Sicherheitsanforderungen. Also warum macht Siemens so einen Aufstand und so eine Mühe? Und die Dame erwähnte so in einem Nebensatz, warum sie das tun. Und zwar die alten Bahnleitstände, das sind wohl eine ganze Menge, die haben den Intel 80486 Prozessor drin. Der ist 2007, vor 13 Jahren, vom Markt gekommen. Also EOL steht für End of Life. Und dann haben die sich 100.000 Stück davon aufs Lager gelegt. Und ich habe mal kurz mal recherchiert, was der damals so gekostet hat. Der hat dann da so um die 400 Euro gekostet. Das heißt, die haben 40 Millionen Euro für einen Chip verbaut, 486er Technologie. Also eigentlich ein ziemlich altes Ding. Könnte man meinen, da hätte Siemens eigentlich lieber gerne was anderes für angefangen mit den 40 Millionen. Und deswegen sagen die, wir lösen die Software von der Hardware und gehen in die Cloud. So, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Ausflug. Also ich wollte nur hiermit andeuten, 40 Millionen in dem Thema Obsoleszenzmanagement ist auch eine ganze Menge Geld im Spiel. So, Produktlebenszyklus, das sieht so aus, Sie haben ein Produkt, das führen Sie ein, sind erfolgreich, der Markt nimmt das Produkt an. Irgendwann ist es nicht mehr das Neueste, aber Sie verkaufen es noch gut, weil es auch eine bewährte Technik ist. Und irgendwann kommt es dann zum Rückgang. Entweder weil die Konkurrenz aufgesprungen ist oder Sie haben es noch besser gemacht, so wie Bill Gates das gesagt hat. Sie haben selber ein Nachfolgeprodukt und das führen sie dann ein. Und dann gehen natürlich dann die Verkaufszahlen von einem vom anderen runter. Das ist so, das ist bei Flugzeugen so, das ist bei Autos, das ist eigentlich immer so. Es sei denn, irgendetwas wird halt gar nicht mehr benötigt und dann ist halt
ist das wieder was anderes. So, jetzt gibt es noch einen Sonderfall. Nochmal hier diesen Lebenszyklus. So eine Phase haben wir gerade jetzt. Sowas gab es auch schon mal. Wir haben das erlebt durch den Tsunami, der an Weihnachten vor, ist schon eine ganze Weile her, im Pazifikraum gewütet hat. Und da hat es auch ein paar Chipfabriken erwischt und dann waren die einfach weg. Das heißt, dann ist auf einen Schlag ein Produkt weg. Es muss nicht immer so dramatisch sein. Corona sorgt auch dafür, dass auf einmal jetzt gewisse Fabriken zu sind und gewisse Sachen nicht zu bekommen sind. Eine Firma kann auch einfach pleite gehen, weil sie schlecht gemanagt wurde. Es kann auch einfach mal passieren, dass eine Firma abbrennt. Also es muss nicht immer gleich eine Naturkatastrophe sein. Aber auch der Gesetzgeber spielt da mit rein. Es gibt die ROS-Verordnung, was vor allen Dingen darauf abzielt, im Elektronikbereich, dass es keine bleihaltigen Lötverbindungen mehr gibt oder Blei verschwindet. Und REACH greift dem Ganzen noch ein bisschen weiter, indem man einfach versucht, alles, was sich, wo sich es rausstellt, dass es kanzerogen oder reproduktionshemmend oder irgendwie anders hormonell wirksam ist, aus Konsumgütern rauszuhalten. Aber gut, wir wechseln jetzt einfach mal weiter zum nächsten Punkt. Also jetzt haben wir hier mal ganz viele Produkte, die sich so gegenseitig sollen eine Evolution darstellen. Ist ja alles schön und gut. Problematisch ist es nur, wenn sie halt irgendwas haben, was sehr teuer ist, was in kleinen Stückzahlen gebaut wird, wo auch vielleicht Zulassungsbedingungen sehr, sehr groß sind, dann greifen sie nicht auf das Allerneueste zurück bei der Entwicklung, sondern die Zulassungsbehörde verlangt, dass man halt so ein bisschen auch nachweist, dass das Teil zuverlässig ist. Automobilindustrie ist jetzt nicht mit Absicht hier jetzt nicht dabei, weil die hat durchaus auch die Marktmacht zu sagen, das habe ich von einem Freund erfahren, der ist bei Conti in der Bremsenentwicklung und die haben dann halt für ihr ABS-System gesagt, so soll der Chip aussehen, der Prozessor, und den haben die halt einfach sich auf den Leib schneidern lassen und kaufen den halt. Aber wenn sie halt etwas haben, was halt in kleineren Stückzahlen unterwegs ist, dann sieht halt ihr Produktlebenszyklus anders aus als der von so einem Elektronikchip. Im Displaybereich ist das stellenweise Monate, noch nicht mal Jahre, die so ein Display verfügbar ist. Und dann kann es nämlich hier dazu kommen, dass ihnen einfach sozusagen die Versorgungskette abreißt, wenn das andere Teil vom Markt verschwindet. Und genau um dieses Risiko aufzulösen und dafür zu sorgen, dass sie trotzdem produktionsfähig beziehungsweise auch in der Lage sind, das Ersatzteil zu liefern, weil das ist dann eigentlich nach hinten raus eigentlich das viel Wichtigere. Damit befasst sich das Obsoleszenzmanagement. Aber jetzt nehmen wir mal den Fall, Sie sind jetzt hier und das passiert jetzt. Was jetzt mal ganz schnell passiert ist, wenn Sie noch keine Erfahrung haben, der große Panikknopf, da drücken Sie drauf, dann gibt es dann weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Sie wollen eine neue Charge fertigen, sie bestellen die Teile, dann kommt zurück, ja, das Teil, das gibt es seit 3 Jahren nicht mehr. Und dann sitzen sie da, wahrscheinlich meistens häufig sind Termine für sowas, meistens Freitagnachmittag. Dann ist das eigentlich ziemlich doof. Was dann passiert ist, sie gucken vielleicht abseits von ihren normalen Bezugsquellen, wo sie die Teile herkriegen. Und wie gesagt, sie haben einen Auftrag, sie haben einen Kunden, den sie nicht verlieren wollen. Da ist man auch bereit, dann größere Summen zu zahlen. Und wenn man bereit ist, größere Summen zu zahlen, zieht man auch lichtscheues Gesindel an. Muss man leider so offen sagen. Und dann kaufen sie halt, dann gucken sie, hat jemand vielleicht die Teile noch irgendwo übrig? Das sind dann meistens sogenannte Broker oder freie Händler. Und da kann es dann durchaus passieren, dass, keine Ahnung, irgendeine andere Firma Überbestände hatte und die brauchen sie nicht mehr und die verkaufen sie dem Broker und der Broker verkauft sie ihnen entsprechend mit einem ordentlichen Preisaufschlag. Sie sind glücklich, bauen die Teile ein
Und dann auf einmal bestehen ihre Geräte die Qualitätskontrollen nicht mehr. Und dann stellen sie fest, dass die Teile, die sie da eingekauft haben, nicht von aus irgendeinem Überbestand gekommen sind, sondern dass die Teile allesamt und sonders irgendwo abgelötet, verbraucht worden sind, weil das einfach Elektronikschrott ist, der die richtige Form hatte, das richtige Elektronikgehäuse und einfach irgendein windiger Kerl da was drauf gedruckt hat. Und da führt meistens die Spur dann auch nach China. Gut, vielleicht haben sie auch Glück, sie kriegen die Teile. Und dann sagen sie, sowas soll mir nicht nochmal passieren. Man macht sie schlau. Und die Elektronikindustrie war so lieb und hat sich dazu was einfallen lassen. Und zwar gibt es sogenannte Product Change Note oder End of Life Notification oder Product Discontinue Notification. Und die hat die Elektronikindustrie in einem Standard definiert. Und dieser Standard ist so, der Elektronikhersteller, also keine Ahnung, die Firma Intel, die Firma Texas Instruments, wer auch immer, Linear Technologies oder sowas, Analog Devices, soll 6 Monate, bevor sie die Teile vom Markt nehmen, sollen sie ihren Kunden Bescheid sagen. Das geht halt an die Leute, die direkt dort einkaufen. Und meistens auch nur an die, die in den letzten 2 Jahren dort eingekauft haben. Und diese bekommen dann innerhalb von 12 Monaten eine letzte Lieferung. Jetzt ist die Sache so, wenn sie generell schon, also wenn sie so viele Teile abnehmen, dass sie direkt bei den Herstellern einkaufen können, dann haben sie auch eine gewisse Marktmacht. Meine alte Firma, die hatte irgendwann mal so mit 450 A380 geplant. Im A380 hatten wir so 4 Geräte drin. Das ist jetzt nicht gerade viel, was man da an Bauteilen hat. Wenn man, je nachdem, was das für ein Bauteil ist, da hat man eine Rolle mit 5000 Teilen. Das reicht für immer. Vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass vom A380 nur 263 Stück die ersten werden schon außer Dienst gestellt und letztendlich werden dann nur 263 wahrscheinlich gebaut. Also ist das ein bisschen doof. Also wahrscheinlich bekommen wir in dem Szenario, was wir hier haben, gar nicht diese Information. Also was macht man? Man geht hin und definiert sich schon mal eine Alternative. Das kann man für simple Bauteile ganz gut machen. Man kann einen zweiten Hersteller für irgendwelche Widerstände, Bände oder Kondensatoren, Dioden definieren. Da wird es dann bei Dioden wird's schon ein bisschen schwieriger. Weil die Sache ist so, wenn ich bin immer wieder mal gefragt, ja, welches Bauteil ist denn jetzt kritisch? Naja, Leute, das Problem ist nicht, das weiß ich nicht, weil das Bauteil, das wir nicht bekommen, das ist das kritische Bauteil. Solange wir die Bauteile bekommen, ist nichts kritisch. Das heißt, das wissen Sie ja wahrscheinlich am besten selber, wenn man eine Schaltung hat und dort einen Widerstand einsetzt, dann hat der einen Grund, weshalb der da ist. Man baut ja nicht einfach einen Bauteil ein, weil man es nicht braucht. Also braucht man alle Bauteile. Man könnte sich einen Sicherheitsbestand definieren, man könnte auch hingehen und sagen, okay, für die Bauteile, die ich habe, ich prüfe halt immer händisch nach oder ich frage meinen Händler im Monatszyklus, ob er die Teile lieferte. Der Händler wird dann irgendwann sagen, hey, du hast mich jetzt 10 Mal gemacht, du hast mich jetzt jeden Monat gefragt, aber bestellt hast du nichts. Hier, du machst mir Riesenarbeit, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und wenn man das selber macht, ja, wenn man 1, 2 Bauteile hat, ist das nicht schlimm. In der Firma, in der ich war, haben wir 2500 Bauteile gehabt, die wir überwacht haben. Das macht man, wir waren ein 2-Mann-Team. Das macht man nicht mehr von Hand. Wir hatten das Glück, dass der amerikanische Konzern, zu dem die Firma gehört hat, sogar 2 Datenbanken abonniert hat. Und zwar übernehmen die diese Informationsweiterleitung. Die haben dann einen Vertrag mit den Elektronikteilherstellern und leiten einem dann die Informationen weiter. Und da bekommt man so, keine Ahnung, im Monat so 200 E-Mails, die nur irgendwelche Informationen zu Bauteilen enthalten. Genau. Wenn es jetzt kommt so eine von diesen 200 E-Mails, die müssen erstmal gucken, ist die Information, die hier drin enthalten ist, relevant, weil manchmal geht es auch einfach nur darum, dass das Logo auf der Verpackung sich geändert hat oder so. Also man muss dann auch gut filtern, ob das relevant ist. Dann muss man, wenn man feststellt, ja, das ist relevant, nach den
eigenen Qualitätsvorgaben. Dann, welche Produkte sind betroffen, wie oft und wie viele. Dann kommt noch, jetzt kommt das, wo es dann halt auch interessant und strategisch wird. Wie ist dann die Marktvorhersage für das Produkt? In dem Beispiel, was ich gerade hier hatte mit dem A380, da haben wir uns ein bisschen geirrt, ne? Aber gut, das wusste man halt vorher nicht, dass man muss davon aus, unter dem Zustand, wenn man die Entscheidung trifft, man hat halt nicht alle Informationen. Und man legt dann in dem Moment gegebenenfalls auch fest, wenn es das erste Mal in einem Produkt ist, dann sagt, okay, Leute, wie lange wollen wir das Produkt denn fertigen? Was denkt ihr, wie viele wir davon noch verkaufen werden? Und das bestimmt dann die Menge von Bauteilen, die man einkauft. Das heißt, man ist halt auch im Produktmanagement dann auch beschäftigt. Und je nachdem, wie das organisiert ist in der Firma, wird das halt auch wichtig. Für meinen Fall war das so, ich konnte der Entwicklungsabteilung dann ziemlich genau sagen, wie sie die nächsten 10 Jahre beschäftigt sein werden. Dann müssen sie noch natürlich bedenken, okay, sie müssen noch irgendwie Ausschuss kalkulieren, wie werden sich die Bauteile möglicherweise im Lager verhalten, wie wird der Ersatzteilbedarf sein, und das ist dann wirklich Glaskugel, das wird dann richtig schwer. Ist das ein Bauteil, das nach 2 Jahren oder nach 5 Jahren schlagartig versagt, oder ist es ein Bauteil, das im normalen Verschleiß erliegt? Ich hatte bei meiner Bundeswehrzeit mal so die Erfahrung gehabt, da gab es das Flugzeug Tornado. Da war das ist ein Schwenkflügel, das heißt, die Flügel können schwenken und die Flügel hängen an einem großen Bolzen. Und dieser Flügelkasten, in dem der Flügel hängt, das ist ein Teil, das ist aus Titan gefertigt, abgefahren. Und da hatte die Bundeswehr gesagt, dieses Teil ist super kritisch für die Tornadoflotte, da lassen wir gleich mal ein paar mehr bauen, damit wir diesen Flieger weiter fliegen können. Die Bundeswehr hatte sich da auch geirrt, weil das Herstellerkonsortium dieses Bauteil so gut ausgelegt hat, dass nie ein Flügelkasten kaputt ging. Und dann lagen halt dann bei der Bundeswehr 300 Titanflügelkästen dann im Lager, die dann am Ende mit der Tornadoflotte dann auch im Schrott landen werden. So kann man sich halt auch irren. Aber man muss dann in dem Moment sagen, lieber zu viel als zu wenig. Aber andererseits, wenn man zu viel nimmt, dann bindet man auch Kapital. Weil ich denke mal, wenn Siemens mit den 40 Millionen, wenn die gesagt hätten, also 30 Millionen reichen auch aus, ja, hätten sie die 10 Millionen lieber dafür benutzt, um ein neues Produkt zu entwickeln. Also man muss da schon Kosten und Risiken abwägen und man sollte dann darauf achten, dass die Abwägung, also dass dann nicht jeder Bereich seinen eigenen Risikofaktor aufschlägt, sondern dass es dann irgendwo zentral an einer zentralen Stelle gemacht wird. Und das ist dann auch wieder das Obsoleszenzmanagement. Genau, und wir haben es auch gemerkt, also Daten sind wichtig, man muss die Daten pflegen, und das ist dann auch die Sache, ja, Stammdaten. Jeder, der mal irgendwie mit SAP zu tun hatte oder zu tun haben wird, kann sich das merken. Datenpflege ist enorm wichtig, und hier ist es das genauso. Also Sie bekommen so eine Information, so eine PCN-Abteilung, dann müssen Sie gucken, meistens haben Hersteller firmeneigene Teilenummern, das ist schon mal ganz praktisch, weil dann kann man in einer Teilenummer mehrere Hersteller drunter verbergen, das ganz gut ist, aber man muss halt auch das übersetzen. Also Sie bekommen das, Sie gucken nach, welche interne Teilnummer ist betroffen, über die Herstellerbezeichnung. Sie müssen Ihre eigenen Daten aktualisieren. Und damit Sie diese Daten nutzen können, müssen Sie die auch in der externen Datenbank haben. Sie müssen prüfen, ob Sie das richtig gemacht haben. Und dann haben Sie so eine automatische Überwachung. Und dann können Sie daraus dann auch die PCNs und End-of-Life mithalten. Wenn Sie natürlich keine Datenbank haben, dann machen Sie das alles eigentlich per Hand. Gut, vielleicht fällt ein oder andere Schritt weg, aber es ist eigentlich sehr mühsam. Also wir haben nach Möglichkeiten immer versucht, alles in die automatische Überwachung anzukriegen. Weil dann muss man ansonsten echt dahinterher sein, dass man regelmäßig bei den Herstellern vorbeischaut. Also da hat man sehr viel mit Datenpflege zu tun, auch über verschiedene Systeme hinweg. Und da muss man schon sehr akribisch sein. Und sehr genau sein, weil wenn man die Daten, das falsche Bauteil in die Überwachungsdatenbank hochgeladen hat, dann bekommt man halt die falschen Meldungen. Und man muss halt auch dafür gucken, dass nach Möglichkeiten die Bauteile auch drin sind. Man kann die auch dann dazu sagen, hey, guckt mal nach, das Bauteil habt ihr noch nicht bei euch drin, dann gucken Sie zu, dass ihr das auch dabei habt.
Also, Daten sind enorm wichtig. So, jetzt haben, ne, Szenario, Bauteil verschwindet vom Markt. Sie haben die Bauteile bestellt. Und was kommt jetzt? Es kommt so ein Riesenschwung Bauteile an. Die brauchen Sie ja nicht sofort, sondern die müssen Sie jetzt lagern. Und am besten lagern Sie die gescheit. Also nicht so wie in dem roten Kasten, sondern vielleicht eher wie in dem grünen Kasten. Und dann ist die Frage, was lagern Sie? Lagern Sie ein Einzelteil, lagern Sie eine Baugruppe? Baugruppe ist, ja, da haben Sie halt vielleicht ganz viele Teile weggebaut. Also das heißt, Sie legen sich wieder mehr Teile aufs Lager. Wie lange können Sie so ein Bauteil lagern? So ein LCD-Display können Sie nicht einfach so ins Lager legen. Das muss regelmäßig mal bestromt werden. Dann Elektrolytkondensator, der trocknet Ihnen irgendwann aus. Also Sie haben da schon so ein bisschen Begrenzung. Dann ist es, wenn Sie die irgendwo hinschmeißen, dann sind die sozusagen dem Wind und Wetter ausgesetzt. Das tut den Bauteilen sicherlich auch nicht gut. Dann kann die Lötpads können dann oxidieren, dann können sie die Bauteile nicht mehr löten und so. Also ist da noch einiges zu beachten. Ne? Wenn die Dinger feuchteempfindlich sind, dann müssen sie die auch noch trocken lagern. Dann gibt es auch noch über die Zeit den Effekt, dass vom Leadframe, was ja meistens Kupfer ist, dass das in das Zinn eindiffundiert. Das heißt, das verhindert dann auch wieder eine Lötbarkeit. Jetzt können Sie so eine Diffusion reduzieren, indem Sie von der Temperatur heruntergehen. Aber wenn Sie mit der Temperatur zu weit runtergehen, dann verändert sich die Kristallstruktur vom Zinn. Da haben Sie statt Alpha-Zinn Beta-Zinn. Das zerbröselt Ihnen. Dann können Sie mal auch, gibt es so Geschichten über die Zinnpost. Das hat Napoleon in seinem Russlandfeldzug auch getroffen. Da sind den Soldaten die Knöpfe zerbröselt, weil es zu kalt war. Die Umwandlung findet, glaube ich, so bei. Ist es nicht allzu kalt, bei denen die Umwandlung stattfindet? Also da müssen wir noch gar nicht in die großen Minusgrade gehen, dass sowas stattfindet. Also da gibt es einiges zu beachten. Dann ist dann die Frage, was ist das für ein Lager? Darf da jeder rein? Es ist eigentlich ja schon ein Schatz, ne? Also sollte man da vielleicht auch gucken, dass da nicht ständig jemand rein und raus geht, dass da nicht einfach versehentlich irgendwas kaputt geht. Machen Sie es selber oder suchen Sie sich jemanden, der darauf spezialisiert ist. Der verlangt natürlich auch noch ein bisschen mehr. Wie groß ist das Lager? Oder können Sie hingehen und sagen, okay, wenn wir feststellen, die Bauteile fangen an, sich schlecht löten zu lassen, dann bereiten wir die auf und alles ist gut. Also gibt es einige Sachen, die man da auch noch beachten muss. Und dann, das wird dann auch schon, also dazu, zum Langzeitlagern von elektronischen Bauteilen gibt es eine sechsteilige Normenreihe. Also da kann man sich länger zu auslassen. Also wir sagen mal, Sie haben die Teile bekommen, Sie haben auch ein tolles Lager bekommen und jetzt ist dann die Sache, Sie wollen sowas nicht wiedererleben. Also gibt es eine Möglichkeit über Auswahl und Vorhersagen vielleicht rauszukriegen, ob so ein Bauteil von wann, wie lang so ein Lebenszyklus von so einem Bauteil ist. Da haben sich ein paar Leute hingesetzt, haben das untersucht und haben dann festgestellt, dass so ein Produkt Lebenszyklus meistens durch so eine Gauss-Kurve angenähert werden kann. Und wenn man genügend Informationen hat, meistens werden dann die Bauteile in Gruppen zusammengefasst, kann man da so eine Gauss-Kurve annähern und dann kann man sagen, okay, vermutlich dann und dann wird so ein Bauteil vom Markt verschwinden. Das Problem ist bei sowas, das stimmt für die Gruppen, wenn die Bauteile in Gruppen zusammengefasst werden, ganz gut. Für ein Einzelbauteil wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber man nimmt, was man kriegen kann. Und man kann auch, es gibt Hersteller, die sagen, Linear Technologies war es, glaube ich, und Texas Instruments haben gesagt, hier, solange wir können, liefern wir Ihnen das Bauteil. Wir haben nicht die Absicht, Bauteile abzukündigen. Intel macht das anders. Die sagen, wenn das für Sie sich das nicht mehr lohnt, verkaufen Sie die ganzen Unterlagen an eine andere Firma, die dann für weiterfertigt als Intel-Produkte mit der Erlaubnis von Intel. Das kann man auch so machen. Also da gibt's dann, da kann man dann auch schon durch die strategische Auswahl von Bauteilherstellern schon was machen. Oder man macht es wie die Automobilindustrie und lässt sich seine Chips selber bauen. Letztendlich muss man sagen, sie werden es nicht verhindern können, dass irgendwas obsolet wird.
ist leider so ein marktwirtschaftliches Naturgesetz. Also dementsprechend, wenn ich so sage, ne, gefragt habe, ist Obsoleszenz gut oder böse. Ich würde sagen, es ist neutral. Es gehört einfach dazu. Aber man kann versuchen, halt die Effekte zu kontrollieren, wenn es für das eigene Geschäft relevant ist, wenn man halt einfach in diesen Lebenszykluskonflikt reinkommt. Und dann kann man das kontrollieren. Man muss aber auch hoffen, dass die Kunden bereit sind, dafür vielleicht den Extrapfennig auch zu bezahlen. Und am besten ist es natürlich, wenn sie das Ganze in einem ordentlichen Prozess auch aufgesetzt haben. Das heißt, man kann das aufteilen in so einen reaktiven Anteil, der gehört immer mit dazu. Man muss die Nachrichten bekommen und man muss die bearbeiten und muss eine entsprechende Lösung finden. Und das kann halt vieles sein. Man kann eine Alternative einführen, was natürlich besser ist, als sich irgendwelche Teile aufs Lager zu legen, also eine Endbevorratung kannibalisieren. Das wird auch manchmal als Hochwertersatzteilgewinnung bezeichnet. Oder sie machen halt, ich sage, wenn das Bauteil jetzt verschwindet und das Produkt, das war jetzt sowieso nicht so wichtig, dann stellen wir halt auch die Produktion an. Kann man auch machen. Oder man sagt, ja, okay, jetzt sind so viele Bauteile obsolet und der Lagerbestand geht zu Ende, aber unser Kunde braucht das, wir machen ein Redesign. Also sozusagen ein Update. Und da muss man halt den Kunden auch an Bord haben. Das war dann auch immer sehr interessant, wo er gesagt hat, kauf doch einfach nochmal neue Teile. Dann man merkt, okay, der Kunde hat das Problem noch nicht so ganz verstanden. Aber man kann natürlich, muss dann in dem Moment, wenn man so ein Redesign durchführt, natürlich auch darauf achten, dass man abwärtskompatibel ist. Irgendjemand meint jetzt noch hier, mangelnde Kompatibilität, ist das neue kaputt? Würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, aber wenn man halt in diesem Bereich ist, wo halt die Produkte langlebig sein müssen, dann ist Abwärtskompatibilität schon ein wichtiges Thema. Und man hat natürlich auch den proaktiven Teil, man muss seine Daten pflegen, man muss das kontinuierlich überwachen und man muss halt auch eine Lebenszyklusplanung für seine eigenen Produkte haben. Wenn Sie das alles Ganze zusammenfassen, dann haben Sie halt einen ganzheitlichen Prozess, da gibt es eine Norm und dann haben Sie ein strategisches Obsoleszenzmanagement und dann sind Sie in der Königsklasse angekommen. So, das sind die Normen, auf die ich so ein bisschen was gesagt habe. Es gibt auch was zum Thema Schutz vor Fälschungen und ich habe hier einen Link drinnen. Der US-Senat hat mal untersucht das Thema Fälschungen von Elektronikbauteilen. Es lässt sich ganz gut lesen, vor allen Dingen auch die Fallbeispiele, wo dann ein Mitarbeiter in der Endmontage auffällt, dass ein Gerät klappert und dann wird es aufgemacht und fallen dem irgendwelche Chips entgegen und dann untersucht man das und stellt dann fest, ja, das sind gefälschte Chips. Und der US-Senat hat bei seinen Recherchen halt feststellen können, dass irgendwie 95% der gefälschten Bauteile, die in Amerika auf dem Markt auftauchen, sich auf einen Elektronikgroßhandel in China zurückführen lassen, der halt in dieser Stadt Shantou ist. Und ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass sich da irgendwas jetzt noch dran geändert hat. Also dieses Thema gefälschte Bauteile ist weiterhin ein Thema. Und solange halt auch Europa seinen Elektronikmüll nicht selber recycelt, sondern halt irgendwo in die Welt hinschickt, wird das, glaube ich, auch nicht viel besser werden. Deswegen ist es eigentlich, da gehört meiner Meinung nach ein Umdenken dazu, aus vielerlei Gründen. Und jetzt können Sie sich von mir aus auch selber fragen, sozusagen haben Sie Fragen, ist Obsoleszenz vermeidbar? Das habe ich schon gesagt. Betrifft das nur sozusagen im Business-to-Business-Bereich ist das, oder es betrifft das auch Sie als Konsumenten, nachhaltig, ökonomisch, normierbar. Das sind so Fragen, die können Sie sich mal stellen. Wenn Sie Ideen dazu haben, ich bin auch hier bei VDE für das Thema Obsoleszenz zuständig und wenn Sie das interessant finden, können Sie sich natürlich auch gerne bei mir melden. Hier sind meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, unter der Sie mich auch erreichen können. Das Telefon ist aufs Handy zurzeit umgeleitet, also Sie kriegen mich auf jeden Fall, wenn Sie da noch Fragen haben. Dann würde ich mich wirklich sehr, sehr gern nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie uns hier diesen tollen Vortrag geschenkt haben, würde ich jetzt mal sagen. Und wirklich zu diesem sehr interessanten Thema, was wirklich den wenigsten auf der Zunge liegt. Danke an Sie, danke an die Zuschauer.
Und von meiner Seite soll das das gewesen sein. Dann würde ich mich verabschieden und nochmal Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut, dass ich eingeladen wurde, hier was sagen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.